Die Breitzuglawine bei Davos ist eine von tausenden bekannten Lawinen in Österreich und der Schweiz. Wie viele andere hat sie einen eigenen Namen. Imposant und gefährlich bedrohen Lawinen seit eh und je Siedlungen, Verkehrswege, Mensch und Tier im winterlichen Gebirge. Die Berggebiete der Schweiz und Österreichs sind von hohen Bergen und steilen Bergflanken geprägt, von denen sich Schneemassen lösen können. Nur dank ausgeklügelter Schutzmaßnahmen und über Jahrhunderte entwickelter und überlieferter Praktiken sind diese Gebiete im Winter überhaupt zugänglich und bewohnbar. Gleichwohl dringen immer wieder Lawinen bis in die Siedlungen vor und bringen Leid und Zerstörung. Am 23. Februar 1999 trifft es das österreichische Dorf Galtür. 31 Menschen verlieren ihr Leben. Ich glaube schon, dass wir Galtürer über Jahrhunderte gelernt haben, mit Naturgefahren umzugehen. Und wenn man mit Naturgefahren umgeht, dann geht es zuerst darum, dass man diese erkennt, dass man diese dann auch bewertet, dass man ihnen ausweicht oder dass man sich gegen sie schlussendlich auch schützt. Wir haben aber auch gelernt, und das ist auch ein Stück weit Erfahrungswissen, wie man effizient und schnell erste Hilfe leistet. Wir haben aber auch gelernt, dass Hilfe nicht am Tag des Ereignisses endet, sondern dass man betroffene Menschen vielleicht auch ein Leben lang begleitet. Vom männlichen Grat im Berner Oberland her bedrohen die Eckigraben und die Schnürlaui-Lawine das Dorf Wengen. 1200 Einheimische und bis zu 5000 Gäste. Für deren Sicherheit verantwortlich ist Forstingenieur Nils Hählen. Ja, wir reden heute von dem integralen Gefahrenmanagement. Das fängt bei der Raumplanung an, eben, dass man nicht wie hier in gefährdete Gebiete einbaut, sondern dass man die freilädt. Das ist eine Massnahme. Dann ist, dass man bei Umbauten oder bei Neubauten, Gefahrengebieten, dass man da Objektschutzmaßnahmen trifft. Nachher ist auch die ganze Schutzwaldpflege. Also Lauterbrunnen hat sehr viel Wald und der grösste Teil von diesem Wald ist Schutzwald. Das ist die günstigste Massnahme gegen Naturgefahr. Und eine weitere Massnahme sind auch die baulichen Massnahmen. Also wie das hier im Männlichen oben mit der Stützverbauung der Fall war, wo man einfach zur Verhinderung von Lawinenriss die Werke bauen hat. Jedes Lawinenereignis wird erfasst und hilft, die Gefahr richtig einzuschätzen. In der roten Zone ist die Gefährdung groß. Es herrscht Bauverbot. In der blauen Zone verlangt die Gemeinde bauliche Schutzmaßnahmen. Bei allen Gefahrenkarten ist die wichtigste Grundlage gegen den Ereigniskataster. Also, dass man weiß, wo früher Ereignisse passiert sind, wie häufig sie passiert, wie stark sie wo gewirkt haben. Und die Chronik, die wir hier haben, geht auch weit zurück, bis weit ins 18. Jahrhundert. Und das ist die grosse, wertvolle Grundlage, die wir hier haben. Und ganz wichtig eben ist, dass man die Lokalen einbezieht bei diesem ganzen Gefahrenmanagement. Es sind schlussendlich eben die Lokalen, die entscheiden, ob eine Straße muss gesperrt werden muss. Die Lokalen, die Gefahrenkarten umsetzen bei Bauvorhaben, die sagen, hier darf man nicht bauen. Und dadurch werden die Massnahmen eigentlich gedreht. Seit dem Mittelalter haben die Bergbewohner Strategien im Umgang mit der Lawinengefahr entwickelt. Mit Spaltkeilen versuchen sie, die Lawinen an den Häusern vorbeizulenken. Oder sie errichten Steinmauern in den Anrissgebieten der Lawinen, die den Schnee stabilisieren sollen. Gleichwohl kommt es immer wieder zu schweren Lawinenunglücken. Im Lawinenwinter 1951 gingen im ganzen Alpenraum verheerende Lawinen nieder. Sie zerstörten Dörfer und forderten Menschenleben. Angesichts dieser Not unterstützte die ganze Bevölkerung die betroffenen Bergdörfer solidarisch. Die Ereignisse dieses Lawinenwinters prägen das kollektive Gedächtnis bis heute. In der Folge wird der Lawinenschutz in der Schweiz und in Österreich intensiviert. Unter neuen Stützverbauungen werden ausgedehnte Schutzwälder gepflanzt. Überall entstehen lokale Lawinenorganisationen. In Kursen werden Erfahrungen gesammelt und weitergegeben. Erfahrungswissen verbindet sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Forscher versuchen herauszufinden, wie Lawinen entstehen, was sie auslöst, welche Wirkung sie haben und was gegen sie getan werden kann.
Wissenschaftliche Neugier, aber auch persönliche Erlebnisse motivieren die Forscher des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung Davos für ihre Arbeit. Beh, io sono cresciuta nelle Dolomiti. Le valanghe sono un processo comune. E anche la fascinazione per i processi per i pericoli naturali e probabilmente anche storie familiari in cui, per esempio, mio bisnonno durante la guerra, la prima guerra mondiale è morto in una valanga. Quindi anche culturalmente e storicamente nella nostra famiglia c'è questo interesse per le valanghe. Betty Sovilla kann heute den Lauf einer Lawine wirklichkeitsnah simulieren. Genau voraussagen, wann sie kommt, kann sie aber nicht. Noi capiamo molto di più del processo, ma ci rendiamo anche conto che controllarlo è difficile. Es gibt die Experten, wie die, die beispielsweise beim SLF arbeiten, die einfach in der Verständnis des Prozesses sehr gut sind. Die haben schon jenste Lawinen gesehen, untersucht, Beurteilungen gemacht. Und dann gibt es die lokalen Experten, die einfach den konkreten Lawinenzug genau kennen. Die wissen, wenn es so und so schneit, der Luft so und so geht, dann ist es heikel. Und dann haben wir unter Umständen das Problem mit der Lawine und die können so und so weit kommen. Das Alpinarium in Galtür dokumentiert anschaulich das Lawinenereignis von 1999 und dessen Konsequenzen. Wir haben damals mit all den Profis, mit den Fachleuten aus dem Bereich Schnee und Lawinen sehr gut zusammengearbeitet, weil wir uns auch über Jahre schon gekannt haben. Und einander kennen ist eine Grundvoraussetzung, damit man gut arbeiten kann, weil man sich gegenseitig Vertrauen schenken kann, weil man sich gegenseitig auch einschätzen kann. Noch dazu waren es ja gerade auch die Fachleute, die sich dieses Ereignis nicht vorstellen konnten. Und die haben uns dann auch eher in Schutz genommen und uns auch verteidigt und haben uns dann natürlich auch gerade diesen ersten Meter unseres Weges ganz wertvoll begleitet. In den letzten Jahren entstanden in beiden Ländern Messstationen. Sie liefern automatisch Informationen zu Schneemengen, Temperaturverlauf und Windverhältnissen. Grundlagen für die Erstellung der täglichen Lawinenbulletins. Und doch, im freien Gelände muss jeder selber die Gefahr einschätzen. C'est quelque chose de mortel. C'est quelque chose de... Non, non, c'est notre hantise, les avalanches. Les avalanches, les crevasses. Si on n'a pas conscience des dangers, on ne fait pas long dans ce métier. In Lawinenkursen lernen Schneesporttreibende mit der Lawinengefahr umzugehen. Bergführerin Marie Iro geht nie in die Berge ohne minutiöse Vorbereitung. Dazu gehört neben dem Weitergeben ihrer Erfahrungen immer das Studium von Karte und Lawinenbulletin. Orange heißt erhebliche, rot große Lawinengefahr. Mais tout est important, chaque détail est important. Après le plus, c'est difficile à dire. Un jour c'est une chose, le lendemain c'est une autre. Il n'y a pas un truc, une règle générale. C'est être attentif et s'adapter aux conditions, des fois très rapidement, savoir réagir. Mais tous les détails sont importants, tous. Il faut vraiment avoir conscience et puis réfléchir, enfin mettre toutes les chances de notre côté. De la maison la veille ou même des jours avant pour préparer les sorties jusque dans le terrain, c'est une vigilance de tous les instants. Das Ereignis hat unsere Dorfgemeinschaft durchaus verändert. Im Dorf hat es neue Lawinenschutzmauern gegeben. Und im Dorf hat es auch dieses spezielle Gebäude, das Alpinarium, gegeben, das in eine Schutzmauer integriert ist. Im Alpinarium gibt es einen Raum, in dem die Erinnerung an die Opfer und das Bewusstsein für die Lawinengefahr wachgehalten werden. Wir wollen einfach dem Vergessen entgegenwirken. Und ein Galtürer Künstler, der Arthur Sahlner, hat uns hier einen Triptychon gestaltet, der meiner Meinung nach gerade das Empfinden und die Emotionen der Menschen sehr gut zum Ausdruck bringt. Wir haben gelernt, gerade in diesen Tagen des Lawinenereignisses, dass die offene,
die offensive und die ehrliche Kommunikation von unschätzbarem Wert ist. Und auch nach 17 Jahren gilt dasselbe, was wir damals gesagt haben, weil es ganz einfach auch tief aus dem Herzen gekommen ist.